Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. In der letzten Folge, ganz am Ende, haben wir festgestellt, dass ein Dino von uns krank ist. Und da wir eh noch Geld verdienen müssen, habe ich mir gedacht, werden wir jetzt mal unsere Ranger-Station rausholen, so mit dem Fahrzeug mal dahin fahren und unser Dino mal heilen. Komm schon. Ich glaube, die kann man nicht plattfahren. Es ist... Kaum nehme ich auf, kriege ich 1 Milliarde E-Mails. Wie viele Besucher hier sind? Geilo. Erhalte aktualisierte Sturmvorhersage. Wie Sturm? Wieso Sturm? Egal. Wir müssen ein Tier retten. So, wir holen mal das Betäubungsgewehr raus. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie... Ziel verfehlt. Was du nicht sagst. Ha. Wie, das war ein Medikament. Ich dachte... Ich dachte, ich betäube es und dann bringe ich es weg. Liegt er da jetzt? Okay, lass uns mal unseren komischen Raubtiertypen betäuben. Gucken, was wir mit ihm anstellen können. Ich meine, das ist ein fucking Betäubungsgewehr und kein Heilungsgewehr. Geht das? Okay, das funktioniert. Sehr schön. Ich find's cool, dass man hier durch die Gegend fahren kann in seinem eigenen Park. Ich habe zwar noch keine wirkliche Navigation. Guckt euch den Regen an. Ich zeig mit dem Finger drauf. Der Regen war geil. Der ist gerade an den Bäumen hängen geblieben und so. So, dann können wir auch direkt ein Foto von ihm machen und gucken, wie er auf unsere Leute reagiert. Wo ist er denn? Wo ist der Gute? Da ist der Gute. Machen wir erstmal ein Foto. Guck mal, wie er sich freut. Alter, what? Das hat richtig Kohle eingebracht. Ich mache einfach 1 Milliarde Fotos. Nein, oh Gott. Ich mache einfach noch ein Foto, wie er mich angreift. Hey! Guck mal, wie viel Geld das gibt! Ich kann die ganze Zeit Fotos machen! Oh Gott, ich sollte weg. Ist jetzt hinter mir her? Ich weiß es nicht. Holen wir das Betäubungsgewehr raus. Oh! Er soll ja auch nicht krank sein! Ich will ihn betäuben! Der soll umfallen! Was ist denn das für ein scheiß Betäubungsgewehr? Ich kann direkt, auf das andere umschalten. Was ist denn das für ein Betäubungsgewehr, bitte sehr? Was kann ich hier noch machen? Nix. Ich will den betäuben. Wieso greift er mich nicht an? Ist der nicht so aggressiv oder Angst vor mir? Ich will ihn ja auch nicht heilen. Ich will ihn betäuben. Och Mann. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es erst später. 45.000 zum Auffüllen. Alter. Okay, dann fahren wir ihn jetzt mal um. Wo ist er? Ich will ihn rammen. Da ist er. Komm her, Kleiner. Komm her. Leg dich mit mir an. Los. Was zum... Ich komme den Berg nicht hoch. Ich kann nicht umfahren. WTF? Er bremst automatisch. Was für ein Scheiß. Ja gut, ihr macht das schon. Ihr macht das schon, ne? Ich vertraue euch. Oh, er läuft auf sie zu. Es ist ein Los, haut ab, der will euch töten. Oh, oh. Oh, okay, ich dachte schon, du läufst jetzt hinterher. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Ich glaube, wir haben ihn aggressiv gemacht. Wie sieht es denn bei dir aus? So, sozial und so weiter. Der freut sich jetzt nicht wirklich darüber, dass wir bei ihm drin waren.
Alter Schwede. Streift umher, na gut. Streift du mal umher. Wie viel Geld habe ich? Ich habe ordentlich Geld. Ich kann mir theoretisch ein neues Exemplar irgendwo hinstellen. Ich könnte auch eine Expedition starten. Teilweise erschöpft. Okay. Ich will einen neuen Raubsaurier haben. Ceratosaurus, okay. Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Okay. Erhöhen Sie Ihre Anlagebewertung auf 4... Ja. Kriege ich hier nicht hin. So, was haben wir hier noch? Na gut, nur komische Pflanzenfresser. Holen wir uns einen Fleischfresser, was ist denn los? Hallo? Ich habe doch noch gar nicht bestätigt. Naja. So, Achso, hat trotzdem Geld gekostet, super. Hauptsache nicht bestätigen müssen. So, wie viele Ladungen haben wir hier noch drin? Ach, mehr als genug. Ist ja gar kein Problem. So, und bei euch geht's gut? Guck mal, den erkennt man richtig gut. Ja, ist auch noch alles frisch und alles. Passt. Gut, da wir Geld haben, würde ich sagen, packen wir hier einfach mal ein neues Tierchen rein. Und zwar haben wir ja zu 58% den Edmontosaurus. Den würde ich gerne mal... 170, willst du mich verarschen? Was haben wir denn da so Schönes? So, wir haben leider keine verschiedenen Farben. Wir haben hier immer noch unseren anderen Schnickschnack. Werde ich ein anderes mal testen. Ich will erstmal immer ein normales haben. Ja, machen wir erstmal ein normales. Dann gehen wir direkt ins Forschungslabor. Und machen auf jeden Fall den hier fertig. Weniger als eine Minute, perfekt. So, Forschungszentren benötigt 3 Stück. Ist ja nicht genug für... Achso, okay. Den Rest kann ich später machen. Ja, cool. Das heißt, wir können gleich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Wie sieht es bei mir aus momentan? 53? Wieso ist das gesunken? Bullshit. Egal, das steigt gleich wieder, wenn der hier fertig ist. Standardhaut. Forschung abgeschlossen. Nice. Oder... Okay, ich dachte wegen der Forschung. Naja, gut. Es sieht ziemlich gut aus hier. Ich mag, was Sie aus diesem Ort gemacht haben. Was haben wir neu? Haben wir bekommen Kleiderladen. Ja, aber ich habe den Rest noch nicht mal gebaut. Aber hier laufen ganz, ganz viele Leute durch. Das heißt, hier wird eine kleine Meile kommen, wo sie dann fressen können und alles Mögliche. Hier Souvenirladen muss auf jeden Fall hier stehen. Habe ich das schon? Habe ich schon. Okay, ich habe schon Souvenirladen. Dann haben wir hier halt noch Fastfood haben wir schon. Ja, hier Kleiderladen. Packen wir mal hier hin. Weil Kleider kauft sich sowieso so gut wie niemand welche. Von daher, was soll's. So, bauen wir einen Weg darüber. Perfekt. So, wie sieht's aus mit unserem Strom? Haben wir noch genug und mehr als genug Strom? Ungenutzter Strom 1. Cool. Aber wir haben ja noch das andere Kraftwerk. Ah, okay. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall direkt noch irgendwas hinbauen. Also nicht direkt, irgendwann. Was haben wir noch? Bauen Sie einen Kleiderladen, versorgen Sie ihn mit Strom. Bauen Sie eine Beobachtungsgalerie, versorgen Sie sie mit Strom. Ach, genau. Hier, nein, okay, das war falsch. Da, Beobachtungsgalerie. So, dann könnt ihr nämlich die Viecher beim Essen zugucken. So. Ich weiß gar nicht, ob er Strom hat. Ja, werden wir sehen. Und dann... Packen wir den Weg nämlich daran. So. Ja, ist gut, er braucht Strom. Strom. Ich brauche... Nee, Mast ist doof. Den hier brauche ich. Und den platzieren wir dann... Oh, hier so, ne? Ich hoffe, den kann ich später aber noch drehen. Ich bin gerade zu faul dafür. So. Jawohl. Jetzt können Sie den hier nicht beim Fressen zu gucken. Der fühlt sich überhaupt gar nicht beobachtet gerade. Aber die armen Bauarbeiter, die da drinne sein müssen. Ach du Scheiße. Stell dir vor, ihr arbeitet an so einem Ding, weißt du, und müsst hier draußen stehen.
Mir gefällt, was ich sehe. Weiter so. Zufriedene Gäste, genau das will ich. Sie sollen kleine Dinge zu schätzen wissen. Und große Dinge. Die mit den Zähnen und den glasigen Augen, die sie im Ganzen verschlingen können. Ja, aber richtig Geld. Mission abgeschlossen. Ein kommerzieller Park. Dracorex ist jetzt verfügbar. Hey, gut gemacht. Unser Park macht unsere Gäste maximal glücklich und die Besucherzahlen spiegeln das wider. Darum ist jeder neidisch auf die Unterhaltungsabteilung. Wir liefern Ergebnisse, stimmt's? Wenn die Parks gut laufen, können wir hochwertigere Forschung betreiben. Das würde ich allerdings Isaac niemals ins Gesicht sagen. Ja, ich hab's gehört. Ich wollte gerade ergänzen. Nein. Zu spät. Ich hab es gehört. Bis später, Doc. Uff. Dracorex ist ein verdammter Pflanzenfresser. Brauch mehr Fleischfresser. Ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich für alles bin, was Sie für die Wissenschaftsabteilung getan haben. Also, vielen Dank. Beschaffen Sie 50% des folgenden Genobs, Triceratops. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Ist da überhaupt Glas? War das Glas? Okay, ich wollte schon sagen. Ja, aber so wirklich sicher ist das jetzt nicht, ne? Auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Ja, beruhig dich erstmal. So, weil wir müssen noch ein... Zusammen können wir eine... authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Ein vollständiges Genom? Oh, ich will mehr. Das heißt, ich muss ein Genom auf 100% bringen. Ich verstehe. So, ich möchte gerne eine andere Farbe haben für meinen Fleischfresser. Was haben wir denn hier so schönes? Fossilien. Ach stimmt, ich habe Fossilien. So, jawohl. Mehr Prozente bitte, mehr Prozente bitte. Und Rhenium. Die wissen doch, dass das kein Dino ist. Wieso nehmen sie das mit? Können sie doch direkt selber verkaufen und selber Geld machen, ganz ehrlich. So, okay, was haben wir noch? Gene verfügbar. Nein, das... Ja, leichte Stahl, elektrisch. Brauche ich alles noch nicht. Medizinische Behandlung. Genetische Forschung hier. Was, wie, Isla irgendwas. Ach du Scheiße. Da muss ich auch noch Sachen vervollständigen. Das habe ich fast. Savanne. Hatte ich nicht schon Savanne? Ne, Wüste. Aber da bin ich kurz davor. Oh Mann, ey. Ach, hier sehen wir auch noch einen Fortschritt, oder was? Nee, das haben wir alles schon. Das haben wir auch schon. Ja gut, ich meine, wir können das ja mal machen. Ich meine, Schaden kann es nicht. Gibt's hier keine Reihe? Ach so. So, direkt neue Fossilien. Gib mir die 100%, mein Freund. Gib mir das Geld. Ich find's cool, jedes Mal, wenn die zwei Dinos mitbringen, bringen sie mir auch ein Erz mit, was ich verkaufen kann, wodurch ich natürlich keine Verluste mache. Das ist richtig cool. So, direkt weiter nächste. Wir müssen hier forschen, Freunde. Anders geht das nicht. So. Da, direkt. Bam. So, dann gehen wir nämlich zurück ins Forschungslabor. Nein, ich will den Park nicht schließen. Scheiß drauf. Da will ich rein. So, denn... Achso, das sind die verschiedenen Saurier, die ich noch kriegen kann, ja. Dracorex, gewährt Zugang zum Dracorex-Fossil in den Grabungsstätten. Okay, ich sehe schon. Aber ich möchte gerne Gebäude-Upgrades und zwar für mein Fossilienzentrum brauche ich nicht, nein. Für meine Expedition, ach verdammt. Was ist das?
Ja, gute Lebensfähigkeit, komm hier, hau rein. Hier, mach. Mach den Scheiß! Was ist denn los? Achso, da, ach das. Ja gut. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. So, aber hier sind die guten Zuschauer. Guckt's euch an, da kommen sie alle rein. Da sind nicht viele drin, ne? Also, dafür, dass da so viele Leute rumgehen und auch rausgegangen sind und vor allem Zwillinge. ist da aber sehr wenig drin. Gut, dass er hier beim Fleisch natürlich immer rumhängen muss. Wobei die Wasserstelle ist, aber dann muss ich auch noch nachher so eine Kamera machen. Sehr schön. Haben wir hier eigentlich noch was bei der Expedition jetzt? Eine Minute in den USA. Gut, dann direkt wieder Forschung. Upgrades. Ausfallschutz, braucht kein Schwein. Reduziert Unterhaltungskosten, ist nicht schlecht. Erhöht die gesamte Strom... Das können wir später auch noch machen. Ja, ich brauche hier eigentlich nicht weiter viel, ne? Kann keine Gebäude machen? Na toll. Gehege, die elektrischen Zäune, medizinisch, was haben wir hier? Hakenwürmer. Solange ich den Befall nicht habe, stört's mich nicht. Tatsächlich. Ja, Alpin. Machen wir hier Alpin fertig. Cool. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir uns einfach noch einen zweiten Fleischfresser. Der ist jetzt schon bei 78%. Sollten wir warten, bis die Farbe verfügbar ist und hoffen, dass die Farbe für ihn verfügbar ist? Ansonsten haben wir natürlich noch diese ganzen Möglichkeiten. Steigert die Verteidigung, Lebenserwartung. Ach, Lebensfähigkeit. Ah, ist das Ausschlüpfen wahrscheinlich, ne? Die Chance, ausgeschlüpft zu werden. Ah! Das ergibt Sinn. Ja, dann nehme ich den und dann gucken wir einfach weiter. Aber ich will erstmal warten, bis die Farbe fertig ist und zu hoffen, dass der irgendwie eine Farbe kriegen kann. Das wäre cool. Unsere Einnahmen sind jetzt auch bei 61.000. Wieso steht hier 82? Man weiß es nicht. So, direkt mal noch mehr Prozente da. Wir haben jetzt 15.000 verbraucht dafür und kriegen 100.000 zurück. Das ist so ein Schwachsinn. Oh. Forschung, wie sieht's aus? 3 Minuten verbleiben. Ja gut, so viel kriegen wir auch noch hin. Wie sie alle da im Wasser rumhängen. Ja, aber ich meine, wir haben Geld. Achso, wir wollten ja unser Dino noch freilassen, ne? Das kleine Schnabeltierchen. Kommt raus und regnet sofort. Du tust mir so ein bisschen leid. Dieser Dino, der Edmontosaurus, wurde erstmals in einer Grabungsstätte in Kanada entdeckt. Raten Sie mal, wo genau. Dem T-Rex schmecken diese Exemplare übrigens großartig. Oh, gut zu wissen. Wahrscheinlich in einem T-Rex gefunden, wa? Oh, der ist groß. Brauchen wir für den einen Baum oder frisst er so einen Busch? Wir müssen ihn... Wir lassen ihn erstmal trinken und gucken dann. Wenn er gleich zum Essen läuft, ist alles gut, aber ich glaube nicht, dass er einen Baum braucht. Ich glaube, Bäume brauchen halt wirklich nur die Langhälse. Ansonsten, da ist ein Baum, frisst dich satt. Ich frage mich, ob es wirklich funktionieren könnte, Fleischfresser mit Pflanzenfresser in einem Gehege zu halten. Weil wenn der Fleischfresser natürlich keinen Hunger hat, dann würde er sie auch nicht essen. Das Problem ist, sie reproduzieren sich nicht. Ich hätte es gerne, dass sie sich reproduzieren. Menschen getötet. Oh. Oh. Isst du jetzt was? Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Genießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto von mindestens 2 Struthiomus-Exemplaren. Habe ich das schon mal gemacht. Fahren wir gleich los. Gar kein Problem. Isst du das jetzt? Oder willst du einen Baum? Bist du eine Katze oder was? Musst du dich erstmal gemütlich machen? Meine Fresse, der lässt sich ja Zeit beim Fressen.
Mann. So, direkt zur nächsten Expedition, ne? Ich, ja, scheiß auf Triceratops. Da, den hier möchte ich vervollständigen. Bitte, Dankeschön. Da fliegen sie los. So, okay. Fast Food hatte ich alles schon mal eingestellt. Wir haben ja einen neuen Laden, da müssen wir auch noch alles einstellen. Dino-Hut kosten 4. Verkaufen für 6, ja. Immer. Dino-Roll. Betriebskosten 0, Gäste 0. Cool. Was haben wir hier? Gäste 70, Betriebskosten 1000, Gesamt pro Minute. Wow! Ja, gut. Gut, gut, gut. Aber dass da keine Gäste sind? Oh Gott, wir sollten den Dino-Hut machen. Wobei, hey! Moment. Einkaufen. Ich habe ja nicht, ich habe ja nicht mal Betriebskosten. Hä? Ja, hallo, ist mit Strom versorgt? Ja, betriebsbereit. Was ist los? Habe ich nicht genug Leute da? Da guck mal, da gehen die Leute hin. Beschädigt? Nein. Hallo, ich will irgendwie da ein bisschen was verdienen. Okay, wir gucken gleich da nochmal rein. Wir müssen nochmal kurz losfahren. Das ist der falsche Laden. Da. Ranger Team 1. Ja, wir können denen auch Aufgaben hinzufügen, aber ich meine, solange wir noch so einen kleinen Park haben, kann ich das alles alleine machen. Da wir kurz losfahren. Und ich bin gespannt, wann unser erster Dino ausbricht und die ganzen Leute frisst. Oh, das wird schön. Ich meine, das wird tragisch. So, ich möchte gerne meinen bunten fotografieren und den neuen, den ich habe. Hopp, zwei Stück. Aber das waren noch zwei. Ich meine, der eine hat den anderen verdeckt. Gut. Ist halt kacke. Genau, ich lock ihn da einfach hin. Bingo! Mehrere Dinosaurier. Nice. Hä? Fotografieren Sie zwei Stracciatella. Hab ich gemacht. Willst du mich verarschen? Wo ist zum Teufel? Was soll ich nochmal? Soll ich drei fotografieren? Ist das, was ihr wollt? Da, zwei. Boom. Vielleicht noch eines? Ach, ich soll noch eines machen. Okay. Hier, da. Boom. Das hat fast was Künstlerisches. Ich check die Aufgabe nicht. Oh, ich habe gerade gedacht, mein Fleischfresser wäre hier drin. Fotografieren Sie zwei. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich will zu meinen Aufgaben. Dann machen wir erstmal das hier fertig. So, so und so. Okay, dann können wir direkt die nächste Expedition leiten. Ja. Yep. Auf Paparazzi. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto von mindestens zwei Struthiobus-Exemplaren. Habe ich gemacht. Wir brauchen das etwas Beeindruckendes für das Cover eines Handbuchs der Sicherheitsabteilung. Fragen Sie mich nicht. Hier ist der Auftrag. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Was ist mein Ranger-Team? Ranger Team? Hallo? Oh, die sind schon wieder zurück. Oh, ich dreh durch, die sind schon wieder zurückgefahren. Ihr habt's alle gesehen, ich habe diese beschissenen Fotos gemacht.
kann man mir jetzt nicht anhängen. Ich bin wieder da. Wo seid ihr? Da, jetzt sind drei auf dem Bild. Drei! Versuchen Sie es doch erneut. Oh, sag bloß, die sind zu weit weg, ey. Nicht weggehen. Starker Schnappschuss. Sowas gelingt nicht oft. Vielen Dank, vielen Dank. So. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft, vor allem hier in der Gegend. Sehr schön. Ich muss ein bisschen auf meine Fleischfresse aufpassen, beziehungsweise meinen einen. Genau, wir wollten ja noch einen weiteren hinzufügen, aber ich sollte das erst mit 100% machen. Ist ja gleich fertig, aber ich kann schon mal gucken, ob es die Farbe gibt, die ich möchte. Genom modifizieren. Och Mann, wieso hast du keine Farben? Du bist der langweiligste Dinosaurier. Guck dir den an. Genom modifizieren. Hier. Da. Wüste. Okay. Nicht mal der hat den Scheiß. Aber weißt du was? Wir produzieren den jetzt einfach hier. Komm. Wir packen hier einfach mal einen Pflanzenfresser rein. So, meine Einnahmen. Irgendwie ist das buggy. Wieso steht da 92, wenn ich doch nur 72? Ach, ist mir egal. Vielleicht wird mir irgendwo was abgezogen. Huch, Brutvorgang. Sie kommt immer spät. Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Ach so, oh. Das Ausbrüten eines Dinosauriers mit einem Genom, das nicht zu 100% vollständig ist, kann fehlschlagen. Diese Lebensfähigkeit bestimmt die Erfolgschance des Brutvorgangs. Ja, das haben wir schon festgestellt, da. Ein bisschen spät, ganz ehrlich. Genommodifikationen erhöhen die Kosten des Brutvorgangs, können jedoch Dinosaurier mit erheblichen Vorteilen und höheren Bewertungen hervorbringen. Okay. Ab in die Mülleimer mit dir. Ich brauche dich nicht mehr. Moment, was ist das? Aha. Okay. Wird wahrscheinlich später nützlich sein. 85%? Wie viel Pech habe ich denn? Ich will doch nur Essen herstellen. Jetzt habe ich das Wüstenmuster genommen, ne? Ja, vielleicht nimmt er es ja durch das Essen auf. Ich weiß es nicht. So, wir müssen weiter forschen. Genau, komm, gib mir die 100%. Komm schon, Baby. Und gib mir mein Geld zurück. Direkt neue Expedition. So, zack. Und dann vervollständigen wir mal das hier. Ich möchte gerne die nächsten Plätze echt wieder frei machen. Gebäude-Upgrades. Ja, mehr Geld verdient ist auch nicht schlecht, ne? Ein Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen und kann aus der 2 entlassen werden. Okay. Komm, das können wir überspringen, kennen wir schon. Guckt ihn euch an, der Flitzer. So. Du brauchst nichts zu essen, oder? Na? Na, Knutschkugel? Wie sieht's aus? Ist das was für dich? Wie viel Hunger hast du? Er ist ziemlich satt, ne? Ich meine, er ist neugierig. Er guckt hier, er ist neugierig. Also so ganz, rafft er das jetzt nicht, was da abgeht? Oh. Aber du hast doch überhaupt keinen Hunger. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Hast du ihn jetzt einfach nur so getötet aus Spaß? Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Wo Leben war,
ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Aber hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Komm, das hat doch Geld eingebracht, oder? Tatsächlich. Okay, wie entsorge ich dich jetzt? Aber er ist glücklich, Freunde, er ist glücklich. Ist das nicht schön? So, ich brauche mein Ranger-Team. Aufgabe hinzufügen. Entsorg den Scheiß mal hier. Hallo? Gut, dann. Dann fahre ich halt selber. Whee! Ich entsorge Leichen und mache welche. Komm her! Ich muss auf dem Weg noch ein bisschen was produzieren. Wie sie perfekt ausweichen können. Faszinierend. Als hätten sie ein Heck drinne. Ach so, stimmt. Ich habe ja ein Gebäude hinzugefügt. Mein Tor ist jetzt rechts daneben. Yay! So. Ich hoffe, du nimmst die Farbe an. Ja, jetzt habe ich richtig Tempo drauf. Komm her, Kleiner! Und sobald ich dieses Fahrzeug verlasse, sind die geil drauf. Dann ist er geil auf das Team hier. Ey, ihr könnt die Leiche nicht... Okay, ja, dann... Gut, dann mache ich ein Foto davon. Das dürfte nichts werden. Warum? Das ist ein schönes Foto. Dinosaurier können durch Hunger, Dehydration, Kämpfe, Jagd, Krankheit oder durch Altersschwäche am Ende ihrer Lebenserwartung sterben. Die Lebenserwartung wird durch die Lebenserwartungseigenschaften eines Dinosauriers definiert. Diese kann durch genetische Modifikation verbessert werden. Tote Dinosaurier sollten von einem Transportteam entfernt werden, damit keine Krankheiten ausbrechen. Was für ein Okay, hau rein! Sterbt mir nicht weg! Ich wollte nur ein Foto machen! Holy shit! So, den Rest könnt ihr alleine machen, ne? Was ist mit der Leiche passiert? Die Leiche ist weg. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Ich habe schon über 100, ich habe schon eins über 60. Ich schreibe hier alleine. Was ist mit der Leiche passiert? Was ist mit der Leiche passiert? Ich weiß nicht, wo die hin ist. Wie soll ich die Leiche da transportieren, wenn sie weg ist? Na gut, aus dem Augen, aus dem Sinn. So, Expeditione! Habe ich jetzt die 100%? Danach müsste ich sie haben. Oh, ich hab nichts bekommen. So, ich weiß nicht, ob mir das schon die 100% bringt. Allerdings kann ich aber schon auf eine Expedition gehen und dann den Triceratops am besten. Obwohl, ich mache das hier, dann habe ich meine 60%. Aber du bist glücklich, Kleiner, wa? Guck mal, wie glücklich der ist. Du kriegst jetzt einen Freund, wenn es auf 100% ist. Ich will nämlich den perfekten Dinosaurier haben hier in meiner Clique, Alter. Okay, dann können nämlich zwei Leute die Fahrzeuge umstoßen. So, okay. Ich möchte gerne... Sehen großartig aus. Aufgabe hinzufügen. Reagiere auf Nachschubanfrage. Bestätige Aufgabe. Okay. Ihre Aufgabenliste ist voll. Sie können momentan keine... Okay. Macht er das jetzt? Ja. Sehr schön. Das heißt, ich muss das doch manuell eingeben. Das kann man nicht automatisch machen. Schade. Schade, schade, schade. So, dann mache ich nämlich gleich schon den Fleischfresser und alles. Dann wird das hier nämlich richtig hochgehen. Wo bin ich? So, wie sieht's aus?
Okay, habe ich jetzt die 100%? Prozent, ihr wollt mich doch verarschen. In dieser Folge, Freunde, werden wir noch einen 100%-Ding ausbrüten. Also ist mir scheißegal, ich mache so lange, wie es möglich ist. Oh Gott, wir haben schon 35 Minuten. Egal, wir brüten einen aus, der mit 100% da ist. Oder wir machen das nächste Folge. Haut rein, euer Zero, tschüss. Ach ja, übrigens, nächste Folge wird erst am Montag wiederkommen. Deswegen sehen wir uns am Montag wieder. Tschüss.